Martin Ulmer, einen überzeugenden 6-2 Auswärtssieg gegen einen EHC Winterthur. Wie zufrieden bist du nach diesem Match? Ja, ich glaube, wir haben gut angefangen. Dann im zweiten Drittel sind wir, klein, wie man sagen würde, horny geworden und haben alle Goal schiessen wollen. Und dann sind sie wieder ein Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich ist es völlig verdient gewesen. Das ist ein verdienter Auswärtssieg, du sagst es gerade. Aber gleich gibt es Sachen, die dir jetzt unzufrieden sind damit. Was ist denn das, was dich unzufrieden macht? Ja, aber es ist einfach, wie wir das erste Drittel gespielt haben, so hätten wir einfach noch weiterfahren müssen. Und es ist auch unfair dem Goalie gegenüber, weil normal muss er heute auch zu Null spielen, wenn wir dann nicht so Böck schiessen hinten drin. Und das ist dann einfach bitter. Was für Lehren muss man da draus ziehen, mit dem, wo man jetzt nicht ganz so zufrieden ist nach dem heutigen Abend? Ja, ich glaube einfach, wir müssen unsere Qualitäten nutzen. Und wenn jeder immer 100% gibt, dann kommen wir vielleicht nicht immer in Bedrängnis gegen solche Teams, so wie letztes Jahr. Tim Bucher, der EHC Olten, geht mit 6-2 hier in Winterthur. Zufrieden mit dieser Leistung? Ja, teils. Zwei Drittel gut gewesen, ein Drittel nicht so. Welches Drittel war nicht gut gewesen, dafür Olten, das zweite? Ja, richtig gerade. Warum denn nicht? Ja, eben, wir haben nicht mehr das gemacht, was wir wollen. Also, wir haben ein bisschen arrogant gespielt. Wir haben die Scheibe nicht mehr tief gebracht, wir haben viele Scheiben verloren. Alle wollten ein Goal schiessen und irgendeinen Punkt machen und das mag es halt nicht leiden. Jetzt ist aber ein bisschen Jammer auf höherem Niveau, würde ich sagen. Oder sind das eben die kleinen Sachen, die es am Schluss am Ende ausmacht, dass man konsequent gute Leistungen bringen kann? Ja, also es ist sicher Jammer auf höherem Niveau. Ich glaube, es sind zwei Schüsse aufs Goal im Mitteldrittel. Also wir haben nicht alles falsch gemacht. Und schlussendlich haben wir den Match 6-2 gewonnen, ist sicher gut. Aber ja, man muss schon wissen, dass ich ein Perfektionist bin. Aber ich glaube, wir können uns da schon verbessern. Wir müssen einfach 60 Minuten unsere Leistung bringen, sicher gegen die guten Teams. Und dann kommt es gut. Und gleich kann man jetzt sagen, wenn man die letzten zwei Spiele anschaut, 13 Goal geschossen, Nummer 2 überkommen. Also so viel kann man nicht verkehrt gemacht haben. Nein, das ist gut. Ja, eben auch im Vergleich zur letzten Saison haben wir immer einen Knarz gehabt mit diesen Mannschaften. Und wenn wir so weiterziehen können, dann bin ich zufrieden.